Sag mir mal bitte, welche Kabel das ist. Thomas, welche Kabel hast du mit? Seconds. Ja, ist drin. So. Fraggle Army links auf den kleinen Cake auf der Snack-Seite. Die 1 den Center besetzt. Okay. Alle Spieler noch alive. So, Center von Showdown geht jetzt Snake T-Pack rein. T-Pack 1 Hannover Showdown besetzt. Den Snake Corner Snake 1 von Fraggle Army besetzt, noch alle Spieler live. Ja, 1, 2, 3, 4. G1 auf Fraggle Army Seite, da geht der Maya. Ne, G2 schon, der Corner G2 ist auch raus. So, bei Hannover Showdown, komplette Backline besetzt. Also 3 zu 4 steht momentan der Score. Nein, 3 zu 5, 3 zu 5. Ja. Hannover hat sich schön breit aufgestellt. Die Can von Fraggle Army versucht die Snake-Seite zuzuhalten, dass das Snake-T-Pack nicht komplett in die Snake gehen kann. Oh. G1 Hannover. Da ist die Can gegangen. 3-4. Spielerstand. Oh. G3 bei den Fraggles. Da musste die Can gehen. So, jetzt der Tall Cake auf die Can nachbesetzt. Can und Snake M. Es steht momentan 3 zu 2. Fraggle an, oh nein! 4, nur noch die Snake bei Fraggle. Snake 50 ist jetzt. Jetzt wird er gebunkert. Jetzt gibt's richtig auf den Rücken. Nee, und? Butz. Ja, ja, ist raus. Über den Hopper, auf den Schädel. Das hat geklingelt auf der Rübe. Jo. Wurde gemacht. Ja, nee, schönes Spiel. Hannover hat sehr schön das Spiel breit gemacht, dann runtergespielt. Fraggle Army konnte noch gegenhalten, aber Hannover hat natürlich souverän das ausgespielt. So, jetzt gehen die nächsten auf dieses Feld. Das sind die Deverkanten Aqua Fiesta gegen die Hunters Crew, genau. Hunters Crew führen momentan die Tabelle an. Ja, zum dritten Mal. Wer ist denn da von Radical Online? Ich glaube mal, es ist Tom. Tom will sich bestimmt nur Hau abgucken. So. So. Und sieht so aus, als kommen die Teams besser mit den 30 Sekunden bis jetzt zustande. Ja. Auch wenn es erstes Spiel ist. Ich habe jetzt schon zweimal das Kabel ab jetzt schon wieder reingesteckt. Jetzt mache ich nochmal das zum Dritten. Aqua Fiesta komplett alive. Die Hunters sind auch alle noch drin, also steht 5-5. Bin ich auch wieder. T-Pack 1 von Aqua Fiesta besetzt. G1 Aqua Fiesta. Die Can geht. Haben noch den Snake Corner, den Toy Cake und T-Pack 1. Da sind schon zwei gegangen. Die Hunters Crew in der Snake 1. Hunters Crew machen das Feld schön breit wieder mal. Ja. Sind im T-Pack 1 und der Snake 1. Und haben dann ihre restlichen Spieler. Wobei jetzt wird das M besetzt von dem Center-Spieler. Ist auch an. Nee, ist raus. Und der Snake Corner von den Hunters besetzt Snake 50s. Ja, das war aber ein bisschen übermütig. Aber T-Pack 1 von den Hunter, von der Hunters Crew ist auch gefallen. Also nur noch die Snake und das T-Pack 1 nachbesetzt. Also Snake 50, Snake 1 und T-Pack 1. 3 gegen 3. Ja, siehst du, das war übermütig. Ja, die Snake 50s ist raus und jetzt. Oh, und jetzt Magger, Snake Lager. Ja. Oh, schön. Oh, ne, Overshooting. Overshooting und schön, 1 for 1. Ja, 1 for 1. Und wird sauber gewischt. Nee, der wird gecallt. Naja, das ist richtig schön. Aqua Fiesta hat ein dummes Overshooting gemacht. Ja, nur noch T-Pack 1 gegen Snake 1 und sein Spiegel. Ja,
das war ein doofer Run auf jeden Fall, in der Hinsicht. Das war unnötig. Jetzt kriegt er von der Snake 50s. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich der Run. Ja, ist raus. Ja, kriegt. Oh, oh, oh. Guten Tag, Lucifer. Ja, die Snake, hier gerade mal unseren Stream. Die Snake ist auf jeden Fall mal wieder eine klassische Snake gegenüber das, was wir die letzten drei Events hatten. Persönlich fand ich die Snakes davor mal relativ grütze. Jetzt ist mal wieder was richtig schön. Man sieht auch die schöne Action hier. Das ist schön. Allerdings natürlich crazy Move. Eher würde ich sagen, blöd von den Hunters, zu zweit in die Snake reinzugehen. Das war völlig unnötig. Und man sieht ja auch, dass der Move bestraft wurde, indem er rausgeschossen worden ist. Ja. Gut. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir Fraggle Army gegen Hannover Showdown. Showdown führt mit 1-0. Oh, das ist scheiße. So. Aber es sind ja schon wieder prominente Gesichter gesehen worden, ne? Ja? Guck mal, das ist geil, wa? Hm? Die Pitbox. Sumo in der Pit. Ja, Sumo trägt auch kurze Hosen. Ja. Weil bei dem scheint die Sonne im Herzen scheinbar. Ja, der hat auch sein eigenes Klima. So, 10 Seconds. Ja. Regal Army. Oh, beide gehen mit drei Leuten über die Dorito-Seite. Genau. G1 ja. Bei Fraggle Army. Die Corner bei Hannover besetzt, jetzt T-Pack 1 besetzt. G1 Hannover. Hannover ist mit 5 Leuten immer noch, nee, mit 4 Leuten drin, 4 gegen 3. Ja. Aber. Und da geht der nächste bei den Army-Jungs. Fraggle Army nur noch mit 2 Leuten auf der Dorito-Seite. Das heißt, wenn jetzt Hannover den Move über die rechte Seite, über die Snake macht, dann könnten sie den Sack zumachen. Ja, auf jeden Fall. Aber das T-Pack hier unten wehrt sich noch ordentlich. Dann haben ja, sie aber noch. Den Sinten sehe ich hier gar nicht. Nein, nein. Nee, die sind nur zu zweit. Ja. Nee, Fraggle Army ist komplett auf der Dorito-Seite. Ja. Während Hannover schön breit ist mit 4 Leuten. Aber ja, Hannover rafft es nicht. Doch, jetzt langsam. Jetzt. Schönes Marshalling. Ja. Snake 1 von Hannover besetzt und Snake Corner. T-Pack 2 bei Hannover jetzt. Ach Mensch Gott, Hannover Jungs, bewegt euch doch mal! Ihr seid zu viert! Also die Snake-Seite müsste eigentlich vorgehen, die schießen jetzt aber nur die Line runter. Ja. Da passiert gar nichts. Die könnten locker durch die Mitte gehen beispielsweise. Sind aber auch nur noch zu dritt. Ja, zu dritt stimmt. Ja. Oh. Da geht der T-Pack-Spieler von Fraggle. Jetzt sind drei Hannoveraner. Der im Schatten steht, ne? Ja. Gegen den T-Pack-Corner. T-Pack 50s besetzt von Hannover und das war's. Aber er hat sich gut teuer verkauft. Ja, das stimmt. Hat er sich schön gehalten gegen die Jungs. So, der zweite Punkt für Hannover. Schön zu sehen, dass die Jungs wirklich immer wieder es schaffen, breit zu machen, das Feld. Und dann schön von außen zu spielen. Allerdings, der zweite Step, da dauert es mir persönlich zu lange. Um den Sack zuzumachen. Moin, Chris. Ja, Rebirth ist im zweiten Block dran, zu der Frage. Nee, dritten. Schon im. Ah, im dritten sogar, im dritten. Du hast den Zettel vor dir. Denkt dran, ihr könnt auf unserer Seite auch noch tippen. Das Spiel Berlin Muchachos gegen Farblos 1. Ich setze euch den Link nochmal rein. Da einfach euren Tipp abgeben, ich sag Bescheid, wenn es zu ist und dann wird auch notiert, wer als letztes getippt hat. Schöne Gewinne gibt es wieder zu holen, von daher macht mit. Jeder, der den richtigen Tipp gesetzt hat, kriegt auch was. Und wir sind jetzt schon bei 90 Zuschauern. So, schön zu sehen, Hunter starten mit 3 über die Snake-Seite, während Aqua Fiesta mit 3 über die Dorito-Seite starten. Ja, und wahrscheinlich auch gleich T-Pack 1 besetzen. Nein, Maya vorm T-Pack. Snake-Corner von Aqua besetzt. Ja, die Can und den Trollcake besetzt von Aqua. Alle noch alive, wenn ich das richtig sehe, ne? Alle alive. Alle sind angekommen. Aqua Fiesta probiert den Druck über die Dorito-Seite zu machen. Mal gucken, was mit den Hunters los ist. Da kommt der Marshall und sucht. Findet er was? Nee, nichts gefunden. Ah, sehr gutes Marshalling. Die Marshalls sind echt aktiv. Ja, wie das letzte Mal. Die haben auf jeden Fall einen Hammerjob gemacht, auch bei der Bullenhitze, die das letzte Mal war. Ja, vor allem muss man sagen, die Jungs, wir haben jetzt gerade wieder polnische Rests auf dem Feld und tschechische.
scheint echt die Antwort zu sein auf so einem hohen Niveau, dass das leider, oder ja, oh, dass das nur die Jungs können. Fiesta. Nicer Move. Oh, one for one gegen die Hunters. Jetzt machen sie das Feld breit, wir setzen auf T-Pack 1. Clever. Aqua Fiesta hat aber auch einen Spieler verloren, den T-Pack Corner. Ja. Vier Jungs von Aqua Fiesta. Nur noch zwei Polen. Gegen zwei Polen. Corner und T-Pack 1. Jetzt müsste aber wirklich mal ein bisschen Druck kommen von den Jungs von Aqua. Die Zeit tickt. Jetzt haben sie schön gedrückt, jetzt müsste eigentlich aber der Move kommen. Aber es ist wieder erstaunlich, was ich auch hier als klassischen Fehler mache, wenn du dir zum Beispiel die zwei Center-Spiele anguckst, die spielen immer noch Cross. Ja. Anstatt sie jetzt in der Phase spielst, einfach Longline runterspielen würden, dann würden sie vielleicht einfach mal merken, dass sie sich bewegen können. Oh, T-Pack Run. Nein, T-Pack 2 gegen T-Pack 2. Sehr gut, jetzt, sehr gut. Jetzt kommt vielleicht der Front-Move gleich. Sehr gut von den Hunters. Sehr gut. Ah, dumm. Aber schade. T-Pack-Spieler mitgenommen. Nur noch den Snake-Corner. Nur noch Snake-Corner bei den Hunters. Ja, und jetzt kommen die Jungs. Snake-50s besetzt von den Aquariums. So, da hört man Nikolai, den Coach, schön von Aqua Fiesta. Jetzt haben wir es mitbekommen, dass der letzte von Hunters nur drin ist. Aber der wehrt sich trotzdem noch eisern. Ja, ja. Da ist... Jetzt macht's gleich Klatsch. Jetzt wird er gebunkert. Ja, raus. Gut. Okay. 1-1 steht in der Partie, ne? Ja. Schön, schön, schön. Also ich denke mal, wir werden heute auf den Leatherwood echt crazy Spiele sehen. Wird interessant auf jeden Fall. So. Wird gecheckt. Kommt das Däumchen? Die Jersey hätte auch mal waschen können, oder? Das ist auch schon sehr braun. Auf jeden Fall. Da ist nichts Blaues mehr bei. Es gab, glaube ich, die wollten irgendwie bei der DPL mal eine Regel durchführen, dass die Jerseys immer gewaschen sein müssen. Wird man, glaube ich, in dem Sport nie wirklich erleben, obwohl es auch viele Waschnutten hier gibt. Ne? Ja. Ja. Okay, alles klar. So, mal gucken, Hannover sitzt auf der anderen Seite gegen Fraggle Army. Switch halt. Schönes zu sehen, guck mal, der, ich glaube Sebastian heißt da, von hier der, unser Lulatsch bei Showdown. Mhm. Der rennt jedes Mal in den Snake Corner und kommt an. Fand ich sehr faszinierend. Ja, wenn man sich mit seiner Größe bewegen kann, geht das. So wie es aussieht, hilft farblos aus beim Wettersammeln. So. Also bei Hannover ist alles alive. Fraggle Army macht Druck. Sind aber nur noch zu dritt auf dem Feld. Oh ja. Zwei. Nur noch Tempel und Tollcake bei Fraggle. Gegen fünf von Hannover. Ja. Und Snake besetzt den Tempel und oh, jetzt kommt der Bagger. Jetzt kommt Bagger. Und er nimmt sie beide schön mit. Schön. Brauchen die was unten? Ja. Oh, oh, oh. Aber da war eigentlich bei denen unten was drin. 3-0 Hannover. So. Naja, wo ist das los? War das an mich gerade? So, der Butch ist gerade hier oben. Huhu. Leider könnt ihr ihn gerade nicht sehen, weil unsere Modcam ausgefallen ist. Ihr könnt ihn nur hören, wenn er was sagt. Ja, wunderschönen guten Morgen an den Internetempfangsgeräten. Ey, wir werden coachen heute. Heute gar nicht. Ja. Du coachst heute gar nicht. Einfach nur Paintball gucken. Richtig. Er wollte mal ein geiles Feld sehen. Yeah. Weil er sonst ja aber nur schlechte Felder sieht. So, die Hunters gegen Aqua Fiesta war 1-1. Bin mal gespannt, was die Jungs machen. Kamera ist tot, oder? Ja. Holst du einfach einen Stuhl, oder mal? Ja, ich hab einen Stuhl. Game on. So. Aqua Fiesta, T-Pack 1 sehr weit überslidet. Noch alle live. So, M besetzt von den Hunters. Sehr gut. G1 Hunters. Da ist der Maya gegangen, vorne auf der T-Pack-Seite. Aber das T-Pack von Aqua Fiesta setzt das M ordentlich unter Druck und jetzt hat es vom Snake Corner gekriegt. Sauber. Das heißt,
Hunters sind nur mit 3 Spielern auf dem Platz, während Aqua Fiestas mit 5 noch drauf sind. Ja. Aber man sieht wieder, sie machen, sie bewegen sich nicht. Sie bewegen sich nicht. Nee. Aqua Fiestas auch, glaube ich, ein Team, die haben noch die Möglichkeit, glaube ich, noch in die zweite Bulli zu steigen. Dann müsst ihr euch mal. Dann müsst ihr euch bewegen, Jungs. So, Hunters besetzen Snake 1. Oh! G1 Aqua verliert T-Pack. T-Pack Corner von den Hunters macht sich gleich auf den Weg in T-Pack 1, wie es aussieht. Oder hat es zumindest vor. Ach, die sollten nur. Die Hunters sollten einfach runterspielen. Aqua Fiesta muss ja kommen. Eben. 4 gegen 3. Mein Gott, Jungs, macht was draus. Ja, und du siehst auch wieder, hier, Onkel Butch, was sagst du? Die Jungs spielen immer noch die Center, die Double Center, da was das sein soll, cross runter. Ja, unnötig, ne? Also da wird extrem viel Raum verschenkt. Ja? Jetzt kommt hier endlich mal ein bisschen Bewegung rein. Da die Frage, ob ihr das mitbekommen habt, dass die Snake 1 schon besetzt ist. Oh, hier. Hunters auch in T-Pack 1 gekommen. Ja, ich find's auch. Ich meine, ich halte das für einen Break hundertprozentig richtig. Aber du musst halt irgendwann im Spiel umswitchen. Und einfach mal Longline weiter runter spielen. Wir müssen. Und das ist jetzt hier genau wieder. So, Aqua Fiesta auch Gott. In der Snake 1. So. T-Pack 2. Aqua Fiesta. 4 gegen 3. Oh, die Snake von Aqua Fiesta hat gerade nur Moose geschossen. Ja. Genau. Der ist verdammt hoch in der Snake da mit seinem Schädel. Ja. Und man sieht es wieder so. Rausgeschossen. Ja, so. Snake 2 schon besetzt. Und jetzt sieht man es genau, dass das Center, wenn es halt Cross spielt, was völlig unnötig. Mein Gott, Jungs. Es scheint auch Knarrenprobleme zu haben. Ja. Der Tollcake hat Knarrenprobleme. Oh! Ach, das ist die Dame bei Aqua, ne? Ja. Ja, jetzt ist er raus. Der Aqua Fiesta spielt. 2 gegen 2 nur noch. Das mal zur Information. Aqua Fiesta. Nee, 2 gegen 3 sogar. Entschuldigung. Bei Aqua. Hey, kennst du den Schweigefuchs? Ja. Bei Aqua Fiesta spielt auch eine Dame, muss man auch mal sagen. Schön, in der dritten BL. So, aber sie haben sich jetzt klassisch scheinbar aus der Hand genommen. Die Hunters sind jetzt schon in T-Pack 2, T-Pack 3. Sehr gut. So. Das. Oh, da scheint aber keine Pack mehr zu haben. Ja, der. Der Hunters, ne? Ja. No. Oh, schön! Nur noch die Snake. 2 gegen 1. Hunters 4 mit 2. 3 gegen 3. Oh! Oh, Alter. Das ist übel abgegeben. Ich glaube, da wird Sumo nachher wieder eine Holzlatte organisieren. Ja, aber auch zu Recht. Ja. Aber, Entschuldigung, sie spielen das auf jeden Fall falsch. Ja. Der Breakout ist schön, aber danach spielen sie Grütze. Oh, oh, oh. Na, 2-1. Hunters Crew, Zeit ist gegangen ohne Ende. Aber da sieht man wieder, wenn man Zeit ruhig ausspielt. Hm. Ach, schade. Ja, ich denke mal, wir werden heute viele Partien sehen, die so 4-3 enden. Oh, warte, Leistungscode. Ja. 20 Sekunden. Wird getan. Ja. So, Hannover. Kommt wieder aufs Feld. Bei Hannover ist schön zu sehen, da spielen einige alte Syndicate-Spieler mit. Also sprich Syndicate-R-Spieler. Das war früher mal das Nachwuchsteam, was jetzt Syndicates heißt. Die haben sich einfach, kamen viele aus Hannoveraner Raum und spielen jetzt wieder bei den Jungs mit. Schön zu sehen. So, mal gucken, ob die Fraggles mal jetzt ein bisschen mehr Ballett machen. Ja, bei 3-0 steht es für Hannover. Hannover, alle angekommen. Spielen sogar doppelt die Can hier unten auf der T-Pack-Seite. Fraggle Army schön in den Tempel vorm M. Und G1. G1 bei Fraggle. G1 auch bei Showdown, das heißt 4-4. Oh. Aber Hannover gleich auf dem Weg in den Snack. Ja. Haben auf und jeden Fall mit dem Snack T-Pack ein besseres Und nur einer, der ihn blocken kann. 2. Jetzt T-Pack 2. Schön. Oh, Hannover nur noch zu dritt, nur noch zu zweit. Nur noch Ken und Tollcack. Ja, man sieht, wer sich bewegt, gewinnt hier. Ja. Oh, wie es aussieht,
Snake 50s von den Fraggles besetzt. Oh, oh. Jetzt sind es vier von Showdown und oh, 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 das hat er nicht mitgekriegt, dass er in den T-Pack Corner gewechselt ist. Der Arme, ist. Der letzte von Showdown. Oh, oh, schön. Fraggle gewinnt. Schön. Gut. Moin, Niki, du kranke Made. Denk mal, wichtiger Punkt, wenn man drei Punkte zurückliegt. Nee, nur den rot-schwarzen hatte ich von David gehört hatte. So. So. Damit hat Fraggle sich doch mal ein Pünktchen geholt. Jetzt haben sie schon mal aufgeholt. Ein bisschen. Peu à peu. Restzeit wäre interessant. Kaffeeversorgung stockt ein bisschen, ne? Oh. Der Bürger muss sich bewegen. Ja. Dann können Sie es ja mal bringen, Butchi. Ist klar. So, Aqua muss sprinten Second. Jetzt. Also jetzt könnte vielleicht die Touchback-Regel mal reinkommen. Nein, schafft Julia noch. Hey, Mann. Oh, direkt Snake. Und angekommen. Oh, Snake direkt? Ja. Und angekommen. Ist clean. Also, die Hunters setzen die Snake direkt vom Break. Scheinen aber einen, den Cornerspieler von der Snake. Na? Und? Ja, ist doch noch drin. Also 5 gegen 5. Ja. Aqua Fiesta besetzt. Besetzt das T-Pack. 1. Ja. So, die Doppelcan bei den Hunters aufgelöst. Da geht er in den kleinen Neuer. Snake. Oh, Hunter verlieren die Snake. Jetzt drei Kanonen hier drüben von Aqua Fiesta von der T-Pack-Seite cross auf die Snake-Seite. Ah, sehr gut. Ah, schade. 4-4. Da dachte ich gerade, er kommt in T-Pack 2 rein. Leider nicht. Die Jungs von Aqua Fiesta und die Dame. 4 gegen 4. Ja. Oh, Snake 1 von Aqua Fiesta besetzt. War das nicht sogar die Dame, die da gerade rein ist? Nein. Nee. Julia spielt aus dem Center heraus, ja, also versetzte. Sorry für die Verwechslung. Scheinbar auch ein bisschen Probleme in der Paint zu haben, ne? Ja. Welchen, wen meinst du? Die Fiestas. Da kommt manchmal ist ein bisschen sehr viel Moose raus. Beide schießen dieselbe Brand, aber ich sehe aber auch die Probleme bei den Hunters. Ich denke mal, die haben jetzt unterschätzt, dass es heute ein bisschen kalt ist. Ich glaube, wir haben jetzt Sommer. One for one. 10 Grad. Also nur noch zwei Hunters. Maya und Ken. Ken geht in Tall Cake. Auf der Backline. Snake 50s Aqua Fiesta jetzt in der Snake in dem kleinen Cake. Und geht weiter zum M. Ja, aber da muss mehr kommen hier auf der Domino-Seite. Da muss mehr kommen. Time. Time. 10. Oh, oh, oh. Ja. 2-1 Hunters. Krasse Scheiße. Ja, das letzte Spiel hat halt, die mussten nur noch runterspielen. Aber man sieht, Jungs, die haben alle zum Thema Paint, die haben Probleme mit der Paint. Ja. Aber das ist halt das Problem, wenn man die Scheiße auch draußen stehen lässt. Und da reichen einfach mal eine halbe Stunde bei 10 Grad. Mhm. Ist nicht clever, Turnier-Paint draußen stehen zu lassen. Und wenn ich mir in die Box mal reingucke, sehe ich überall die Painter stehen. Ja, vor allen Dingen jetzt, wenn die Sonne ein bisschen ruf scheint wieder, ne? Gut, schauen wir mal, was die Jungs jetzt von Fraggle Army machen. Die müssten jetzt richtig flott machen, weil da ist auch nicht mehr so viel Zeit gegen Hannover. Ein dünnes Jäckchen, ein Leibchen. Aber vergesst die Angora-Unterwäsche nicht. Ihr könnt bei Facebook noch schnell ein bisschen tippen. Berlin Muchachos gegen Farblos 1. Wer richtig tippt, kriegt was zu gewinnen. Showdown und Fraggle Army, beide mit drei Leuten über die Doritos. Ja. Oh, da ist er raus. Der hat richtig kassiert. Fraggle Army. Voll auf die Null. Knapp übers Gemächt. Ja. Hannover besetzt Snake T-Pack. Und G1-0. Und Hannover verliert einen. Fraggle Army verliert einen, aber Hannover mit vier noch drin. Ja. Und oh nein, Fraggle Army zu zweit gegen vier von Hannover.
Aber das Ding ist gelaufen für Fraggle. In meinen Augen. Oh, Hannover kriegt einen Bouncer. Snake T-Corner, T-Pack Corner hat hier ordentlich zu tun. Naja, der blockt halt. Hm. Der hat aber einfach Dorito 1 unter den Corner, Dorito Corner gegen sich. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der Run kommt aufs M und weiter. Hannover hat 2 Punkte. 3. 3, also könnt ihr eigentlich ruhig runterspielen. Ja. So, jetzt M50 ist besetzt. Und jetzt kommt er nicht. T-Pack 2 noch vor. Schöner! Au! Oh, Fraggle! Nur noch T-Pack 1. Und da war nur ein Fraggle. Der wird jetzt ausgemalt. Der wird richtig ausgemalt. Ah! So, das Ding geht 4-1 an Hannover. Ja. Schöne Geschichte. So Leute, ich würde mal sagen, King Size Berlin fahr pauschal im nächsten Block. Berlin mit Schatzschuss gegen Farblos. So, Block King ist. Ja. Das ist ja ein reines Lokalderby, wa? Ja. Das wird was. Also King Size gegen Farblos. Da bin ich gespannt, wie sich King Size macht. Am letzten Spieltag sind sie zum Schluss gekommen. Hm. So. Muchachos gegen Farblos Berlin, das wird auch interessant. Das sind jetzt 5 Minuten Pause. Gut, 5 Minuten Pause. So Thomas, 5 Minuten Pause, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung. Gehen uns schnell in der Zeit noch ein Käffchen holen, ne? Also, bis gleich wieder. Thomas, kannst die Werbung reinbringen. Ach so, alles klar.